Herzlich willkommen bei Autark, dem E3DC-Magazin zum Sommerinterview. Die Bundeskanzlerin im Sommer zu interviewen und andere Politiker, das macht überhaupt keinen Sinn. Da können Sie die Wiederholung der vorherigen Jahre sich angucken. Es kommt immer dasselbe. Unser Stargast ist Dr. Andreas Piepenbrink und wir wollen mal in Ruhe worüber über die Energiewende sprechen. Herr Dr. Piepenbrink, wie ist das eigentlich? Wir haben fast 40% regenerative Energie im Netz. Ist das jetzt gut oder sind wir viel zu langsam, weil wir könnten eigentlich weiter sein? Naja, erstmal ist es eine Riesenleistung, weil das Problem ist ja nicht, dass sich die Neuen durchsetzen, sondern dass die Alten weggehen. Und wir haben ja noch Atom- und Kohleenergie zuhauf. Die alten Kraftwerke laufen noch. Und unser Problem ist ja nicht, dass wir noch mehr erneuerbare Energie brauchen, sondern wir müssen sie erstmal vor Ort verbrauchen. Sie sagen, die Energiewende ist aus dem Bahnhof heraus. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Naja, Sie wissen ja, ich sehe das ja als Industrievertreter und weniger als Ideologe oder Ökologe. Ich sage mal, es gibt zwei volkswirtschaftlich relevante Züge. Der eine ist der Zug des Neubaus, das heißt die neuen Hausvorschriften ab 2021, Nearly Zero Emission Building, erfordern, dass die Primärenergie, die aufgenommen wird, auch kompensiert wird. Das heißt, Sie müssen erzeugen, Sie müssen quasi Wärmepumpe, PV und Speicher machen. In allen Neubauten. Es wird einen großen volkswirtschaftlichen Umbau geben, auch für die Heizungsbauer. Und der zweite wohlbekannte Zug ist die Elektromobilität. Das heißt, ab 2020/21 sind die ersten Plattformen für den Bürger da. Das heißt, sämtliche Modelle werden elektrisch angeboten. Und wie heißt es so schön? Modularer Elektrobaukasten bei Volkswagen, das ist die Zukunft. Und ich denke, dass ein maßgeblicher Teil der Fahrzeuge auch zu Hause steht. Und geladen wird. Sie sagen, die Energiewende, das ist nicht nur ein Zug, es sind zwei Züge losgefahren. Ja, und wenn Sie jetzt einfach mal volkswirtschaftlich vom Netto-Monatseinkommen des Bürgers ausgehen, das Wohnen und das Fahren sind schon 40% und somit findet bei allen Neuinvestitionen ein 40%iger Umbau des bereits versteuerten Einkommens statt und das ist erheblich. Wie wird das denn in Zukunft jetzt aussehen? Sie sagen, die Autoindustrie schwenkt um, der Wohnungsbau, die Hausindustrie schwenkt auch um. Alle beide zur regenerativen Energie. Ja, und sie schwenken beide um, weil die Ressourcenknappheit uns dazu zwingt, einzusparen, zu erneuern und effektiv zu sein. Das heißt, beim Elektroauto ist einfach der Treiber die Abgasfreiheit und auch die Effizienz. Das heißt, Sie wissen, dass ein Elektroauto von der Batterie her, von dem sogenannten Tank-to-Wheel-Wirkungsgrad, fast zu 50% so effektiv ist wie Benzin. Das heißt, mit einer doppelt so großen Fahrzeugbatterie haben Sie quasi die Reichweite eines klassischen Verbrenners. Das heißt, da ist eigentlich der Weg frei mittlerweile durch die tolle Lithium-Ionen-Batterietechnik und im Hausbau ist sozusagen die Dämmung am Ende. Sie ist einfach zu teuer und man konzentriert sich auf Erzeugungstechnologien, um die Primärenergiebilanz auf Null zu setzen. Als ich vor 5 Jahren mit den Filmen angefangen habe, hieß es ja immer, wir versorgen uns im Komfortstrom durch Photovoltaik erstmal selber. Heute machen wir Komfortstrom, Wärme, Mobilität damit. Die Szenarien der Energiewende haben sich also verändert. Herr Dr. Piepenbrink, wie hat sich eigentlich Ihr Szenario im Kopf für die Energiewende verändert? Ja, ich bin jetzt kein Vorreiter der Energiewende, aber ich bin ein Begleiter seit 8 Jahren und ich würde sagen, es hat sich einfach Folgendes geändert. Es wurden in den letzten 20 Jahren sehr viele Erzeugungsanlagen als Volleinspeiser installiert, die sozusagen fluktuierend in den Kraftwerksmix eingebracht worden sind. Aber der Strom wurde in den seltensten Fällen vor Ort verbraucht. Und jetzt haben wir das zweite Zeitalter der Energiewende, wo es wirklich darum geht, vor Ort zu erzeugen und zu verbrauchen. Und ich denke, das ist so einfach, wie es klingt. Genau das wird zu wenig gemacht. Das heißt, Thema Eigenverbrauch, Thema das Begriff Energiemanagement, Lastmanagement, Demand-Side-Management, einfach vor Ort das Auto und das Gebäude sozusagen als einen dezentralen Kraftwerkspark betreiben. Und da muss sich die Energieversorgung noch deutlich anstrengen, dass das passiert. Und der verwaltungstechnische Aufwand ist auch erheblich. Das heißt, es ist keine Technologiefrage mehr, sondern letztlich eine Frage der Administration.
Sie waren ja nie so ein Freund von 100% Autarkie, 100% Eigenversorgung, aber davon träumen wir ja alle. Naja, das muss ja auch das langfristige Ziel sein, die 100%. Sie müssen halt einfach sehen, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr stellt man einfach fest, dass der Neubau oder die Neuanschaffung beim Fahrzeug oder beim Haus oder ist eben nur 20% des volkswirtschaftlichen Teils, weil 80% ist Bestand. Bestandsbau, Bestandfahrzeuge, und die kriegen sie nicht einfach weg. Und genauso muss man es sehen. Das heißt, man fängt mit neuen Dingen an und der Bestand ändert sich ganz, ganz langsam auf die nächsten 50 bis 100 Jahre. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber wir werden wahrscheinlich in 2050 schon deutlich über 70% erneuerbar sein. Und das finde ich jetzt, ist doch ein toller Ausblick. Aber gerade beim Bestand erleben wir ja hohe Nachrüstungsquoten. Das stimmt, Herr Ferenczky, aber Sie gehen jetzt von Einfamilienhäusern aus. Und die Nachrüstung betrifft ja die Erzeugung und Speicherung, das heißt den Komfortstrom. Das Heizungssystem ist meist außen vor. Aber es ist richtig, der Hauptmarkt sind ja zu 80% Einfamilienhäuser, nur die Zukunft wird auch ganz klar im gewerblichen Bereich liegen und im industriellen Bereich und insbesondere beim Fahrzeug. Herr Ferenczky, Sie wissen das, die Fahrzeuge werden beim Arbeitgeber stehen, die werden dort geladen, da braucht man auch eine PV-Anlage. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir wesentlich mehr sogenanntes B2B-Geschäft sehen werden. Und im Moment haben wir halt B2C. Und welche politischen Rahmenbedingungen brauchen Sie als Hersteller, um Energiewende machen zu können? Na, ich denke, dass die Rahmenbedingungen durch den Umbau bei Elektroautos und bei Gebäuden schon relativ gut sind. Beides wird ja aus Sicht des Staates sehr stark incentiviert. Steuerfreiheit, KfW-Förderprogramme. Und das werden Sie jetzt nicht so gerne hören, aber ich sage mal, die Erneuerbaren genießen ja immer noch Vorrang. Das heißt, sie werden bevorzugt zugeschaltet. Sie werden auch in vielen Fällen immer noch teilweise steuerbefreit. Von daher denke ich, dass die eigentliche Herkulesaufgabe ist, die dezentrale Energieversorgung umzubauen. Das heißt, Bilanzkreise, Administration, Mieterstrom, Flottenmanagement, Lastmanagement. Das heißt, das Netz vor Ort, Herr Ferenczky, der Netzanschlusspunkt, oder wie die Telekom vor 20 Jahren gesagt haben, der Kampf um die letzte Meile, das ist sozusagen, das muss in den Fokus der Politik, und da hilft Ihnen auch kein Smart Meter und keine weiteren Förderprogramme. Es ist einfach sehr viel Arbeit und darauf muss man sich einstellen, dass im Gewerbe wirklich die letzte Meile erkämpft werden muss. Ja, das Netz ist jetzt, Sie sprachen es gerade an, im Grunde genommen der Kampf, um den es geht. Die Bürger produzieren und die Unternehmen produzieren selber regenerative Energie. Mit dem Stromverkauf lässt sich nichts mehr verdienen. Dafür wird die Gesellschaft jetzt über die Netze ausgeraubt. Ja, man kann das so sehen. Also ich bin im Netz nicht so kompetent. Ich halte Netzausbau für nicht dringend erforderlich, sondern ich würde eher dezentral verbrauchen und intelligenter verteilen. Aber es ist richtig, dass die klassische Antwort der Energieversorgung, Sie sehen es ja durch RWE und E.ON, die letzten Marktbewegungen, einige gehen komplett zurück in die klassische Energiewirtschaft, das heißt in die Verwaltung von Netzen mit Netzentgelten. Und die erneuerbaren Erzeuger sind ein kleines, defizitäres Geschäftsfeld. Sie als Hersteller versuchen sich ja den Markt irgendwie zu etablieren. Aber Sie können natürlich nur so arbeiten, wie die Rahmenbedingungen sind. Und in Deutschland verändern sich ja auch permanent die Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen brauchen Sie eigentlich, um erfolgreich arbeiten zu können? Also wir benötigen, so wie es bisher war, verlässliche Gesetze. Das heißt, die Änderungen vom EEG dürfen jetzt nicht weiter aufgeweicht werden. Und ich denke, dass der Staat beim Thema Messstellenbetrieb, Digitalisierung der Stromnetze und auch beim Thema Bilanzkreismanagement einfach erkennen muss, dass der klassische Versorger die Energiewende nicht voranbringen kann und wird. Das heißt, ein Stadtwerk ist der falsche Adressat, um dezentrale Energiewende nach vorne zu bringen. Das heißt, man braucht Gesetze, die einfach die Verteilung von Energie vereinfachen. Ja? Das ist das Hauptproblem. Und Herr Ferenczky, Sie wissen es, wir haben 5 Jahre Handwerkernetze aufgebaut. Das heißt, wir haben Handwerker qualifiziert.
Aber 95% der Handwerker sind technisch gar nicht in der Lage, die Energiewende zu machen. Das heißt, es fehlen Elektriker, es fehlen Dachdecker, es fehlt qualifiziertes Planungs- und Architektenpersonal, Energieberater. Daran hakt die Energiewende. Und es ist nicht nur im Hintergrund die Beschlüsse des Bundestages, die uns daran hindern, sondern es ist einfach sehr viel Arbeit. Und in einer relativ satten Gesellschaft, die mit Lobbyisten, Gott sei Dank, hinreichend gesegnet ist, ist ja die Arbeit das Problem und nicht das Gesetz. Das heißt, wir brauchen Leute, die die Arbeit machen, und da hat natürlich gar kein Interesse dran. Und deshalb werden wir uns darum kümmern, als E3DC das zu machen. Autarkie, Eigenversorgung, Unabhängigkeit, das fasziniert ja viele Menschen. Dabei leben wir in einer vernetzten Welt. Herr Dr. Piepenbrink, warum sind die Menschen von dem Thema Autarkie so fasziniert? Ja, ich denke, es ist auch genetisch bedingt. Der Mensch sorgt immer für seine Familie und sein Zuhause. Er möchte auch letztlich Besitz haben. Und im Rahmen dieses Besitzes kommt die Energie sozusagen über die Hintertür. Und die möchte er natürlich auch haben. Und ein anderer Effekt ist, dass wir überreguliert sind von Steuereinnahmen und Repressalien des Staates. Mal ganz abgesehen. Und ich denke, dass die Autarkie einfach so eine Art Steuerbefreiung ist, so eine Art Glückseligkeitsstrategie für den einfachen Menschen. Ist das eine richtige Strategie? Ich denke, dass es richtig ist, weil der Mensch muss ja eigenverantwortlich sein und muss ja letztlich Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Und warum soll das falsch sein, wenn er in den eigenen vier Wänden das Richtige macht? Wir sind in unserer Gesellschaft überbürokratisiert, überreguliert. Im Energiebereich können wir tatsächlich uns jetzt ein Stück unabhängig und frei machen für Komfortstrom, für Wärme, für Mobilität. Das heißt, die Energiewende bietet den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen selber die Möglichkeit, in einem ganz wesentlichen Teil der Daseinsvorsorge selber aktiv werden zu können und Sicherheit zu gewinnen. Es geht bei dem Thema, glaube ich, auch um Sicherheit. Ja, ich glaube aber auch, man muss mal sagen, es ist eine historische Chance auch, vom Öl und von der Kohle wegzukommen. Und durch die Verstromung hat man automatisch auch Effektivität. Das heißt, Strom kann man sehr effektiv speichern, sehr einfach erzeugen, sehr einfach verteilen. Und tatsächlich ist Strom auch Sicherheit, weil sie ihn selber machen können und weil sie ihn auch theoretisch verschenken können, was sie nicht dürfen. Aber selbst Frau Merkel hat ja bis 2020 den Elektrofahrern zugesichert, dass sie kostenlos Strom tanken dürfen beim Arbeitgeber und auch das nicht versteuern müssen. Also es ist eine historische Chance, und der Weggang vom Öl und vom fossilen Brennstoff ist tatsächlich in greifbarer Nähe. Erstaunlich finde ich und wichtig finde ich bei dem Thema, dass der Bereich Energie, wo wir Wärme, Strom, Mobilität mitmachen können, dass wir tatsächlich etwas, was unser Leben ganz wesentlich bestimmt und kostenabhängig macht, dass wir das ja wirklich kontrolliert selber in den Griff bekommen können. Und damit gewinne ich natürlich wirklich diese Sicherheit, überhaupt etwas vorausschauend planen zu können. Das scheinen immer mehr Bürgerinnen und Bürger und inzwischen auch die Unternehmen zu begreifen. Ja, das verstehen die. Und ich denke, man muss nur in die Geschichte zurückgehen. Ich meine, vor 100 Jahren oder 120 Jahren hat man darüber diskutiert, ob man elektrisches Licht benötigt und das Feuer ersetzt. Und jetzt ersetzt man halt den Verbrennungsmotor und die Gastherme durch elektrische Technologie, Motoren, Batterien und Wärmepumpen. Und ich denke, die ganze Umsetzungsgeschwindigkeit richtet sich nach den Volkswirtschaften, die darin beschäftigt sind, und die fangen ja an. Ich meine, mehr können wir nicht erwarten, als dass Heizungsbauer jetzt neue Wärmepumpenwerke bauen und Automobilisten ihre komplette Konzernstrategie elektrisch machen. Und von daher haben Sie viel erreicht, Herr Ferenczky, mit Ihrem Projekt. Hermann Scheer, der Vater der Energiewende, sagt, die Energiewirtschaft ist der größte und mächtigste Teil der Volkswirtschaft. Heute machen die Leute sich in der Energieversorgung unabhängig. Und der Staat lässt es komischerweise zu. Verliert dadurch Abgaben, Geld, kann man sagen, der Staat lässt es zu. Noch? Na, ich denke, bei sehr differenzierter Betrachtung ist BP, Exxon, Shell und sind immer noch die größten börsennotierten Aktiengesellschaften der Erde.
Leider steigt auch immer noch der absolute Verbrauch an Erdöl. Aber was Sie sagen, stimmt. Der Umbau ist längst eingeleitet und der Staat lässt es nur insoweit zu, wie er durch wiedergewählte Politiker die Interessen seiner Bürger vertritt. Und es ist richtig, das Thema ist tatsächlich durch und Sie werden heutzutage keinen Politiker mehr finden, der sich gegen unabwendbare Trends stellt. Das gibt es vielleicht noch in Amerika, aber in Europa ist das demokratisch durchentschieden. Liebe Zuschauer und Zuschauer, wir sind in einer historisch einmaligen Situation. Sie können sich selber mit regenerativer Energie versorgen, für Wärme, Strom und Mobilität. Sie können die Energie selber machen, Sie haben Ihre Kosten selber im Griff und niemand hindert Sie daran. Herr Dr. Piepenbrink, irgendwann wird der Staat kommen und sagen, gib mir mal mehr Geld davon, ich muss mich ja auch irgendwie finanzieren. Wer es heute macht, der hat die Bedingungen für die Zukunft garantiert. Ist das nicht ein wesentlicher Grund, warum wir es heute tun sollten? Ja, das ist richtig, Herr Ferenczky. Man sollte es heute tun und in der Tat sind die wiederkehrenden Einnahmen aus diesen, sagen wir mal, erneuerbaren Geschäften, wo kein Erdöl mehr mit dem Schiff hin und her gefahren wird oder über eine Pipeline kommt, nicht definiert, aber man muss auch sagen, Erdöl ist auch in Kleidung und Plastikflaschen und bestimmt auch einen großen nicht-energetischen Teil unseres Lebens. Ich denke, der Staat hat bisher in den letzten 100 Jahren immer Mittel und Wege gefunden, über sogenannte Abgaben zu seinem Recht zu kommen. Und das wird er auch im erneuerbaren Bereich machen. Aber er kann eben die Sonne und den Wind und den Speicher nur zum ganz geringen Teil besteuern. Das heißt, da wird sich das System so ein bisschen umbauen von wiederkehrenden Einnahmereduktionen auf Bestandssteuern. Die gelten aber dann für alle und am Ende werden die Erneuerbaren die günstigeren sein. Und die umweltfreundlicheren. Sie sitzen im Kino und haben sich diesen Film angeschaut und wir haben Sie mit vielen Informationen vollgestopft. Vielleicht waren es auch zu viel, aber es ist auch ein komplexes Thema. So, und vielleicht fragen Sie sich jetzt selber, wie gehe ich jetzt eigentlich an die Thematik am besten ran? Dr. Piepenbrink, Sie haben das Schlusswort in unserem Kinofilm. Wie gehe ich an die Thematik als Bürger, als Bürgerin, als Unternehmer, als Unternehmerin ran? Ja, Sie beschaffen sich einen Grünstromvertrag. Wenn Sie Eigentum haben, beschaffen Sie sich eine eigene Energieversorgung, PV, Speicher, Wärmepumpe, was Ihr Budget zulässt, was das Gebäude zulässt. Und wenn Sie mobil sind, individualmobil, dann kaufen Sie sich demnächst das richtige Elektroauto und denken vielleicht etwas mehr nach. Der Rest ergibt sich. Ist sehr einfach geworden. Träumen Sie nachts von der Energiewende? Ich träume nachts eigentlich von den nächsten 7 Jahren der Energiewende, das ist schon richtig. Aber meist schlafe ich recht gut durch. Da hinten wird in meinen Augen alles getan, um die Energiewende politisch weiter zu behindern. Sie aber sagen, die Energiewende ist längst aus dem Bahnhof heraus. Ist das so? Ja, die Energiewende ist volkswirtschaftlich aus dem Bahnhof durch die Elektrofahrzeuge, die jetzt massenhaft beschlossen und in Entwicklung sind und durch die Gesetze zur europäischen Gestaltung von Neubauten, das heißt durch den Zwang, die Primärenergie zu kompensieren über Photovoltaik, Speicher und Wärmepumpen. Die Energiewende ist aus dem Bahnhof heraus. Ist die deutsche Politik nicht ein bisschen veraltet, indem sie versucht zu bremsen, anstatt vorne wegzulaufen? Das passiert ja sowieso. Ich würde ja gerne zustimmen, aber im europäischen Vergleich ist Deutschland immer noch Vorreiter. Und USA und China haben viel aufzuholen. Also ich bewerte die Politik nicht so negativ. Ich überschätze aber auch Politiker nicht so stark wie viele andere. Ich denke, Politiker sind Meinungssammler und setzen Rahmenbedingungen, aber ich erwarte von denen keine Sachkompetenz. Na ja gut, wir haben ja mal eine Politik gehabt, die die Energiewende möglich gemacht haben. Jetzt wird sie eher behindert. Irgendwann laufen wir dem Trend hinterher. Ja, das stimmt. Also wenn man an Peter Altmaier denkt, der war ja auch mal Umweltminister. Ob er jetzt ein guter oder schlechter war, möchte ich nicht beurteilen. Ich denke eher mittelmäßig und jetzt ist er Wirtschaftsminister. Beides hängt zusammen und ich denke, dass für die Grundlastkraftwerke grundsätzlich immer pro Investsicherung entschieden wird und für die Erneuerbaren nur sehr vorsichtig, zaghaft entschieden wird. Aber was sicher der Fall ist, Herr Ferenczky, ist, dass
letztlich das Kaufverhalten von Menschen für Häuser und Elektroautos erstmal steuerlich begünstigt wird, dass die Leute ermutigt werden und ihnen wird ja quasi ein toller Business Case eröffnet. Den Menschen, also wird es auch zu einem massenhaften Umstieg auf die Mobilität und auf die Elektrostromheizung kommen. Sie versuchen ja seit Jahren, Ihre Technologie auch immer günstiger zu machen. Sie versuchen, Batterien preisgünstig zu bekommen. Sie hoffen darauf, dass es einen Preisverfall gibt. Sie müssen die Wirtschaftlichkeit darstellen. Können Sie auch. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch. Da verteuert die Politik künstlich die Energiewende. Das ist doch für Sie als Hersteller eigentlich ein Wahnsinn. Auf der einen Seite müssen Sie alles billiger machen, auf der anderen Seite kriegen Sie die Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ja, das stimmt, Herr Ferenczky. Aber die Elektroautos werden im großen Stil dazu beitragen, dass Batterien noch besser, noch günstiger, noch zuverlässiger werden. Das heißt, die arbeiten für uns. Und Sie wissen, dass auch das Handwerk einen großen Teil, also die menschliche Arbeit, nicht günstiger werden kann. Und ein Teil ist einfach Handwerk. Aber Sie haben recht, ja, wir könnten über weitere Steuervorteile sprechen. Ich muss aber sagen, gerade die Deutschen haben ja schlechte Erfahrungen gesammelt. Wenn die Renditen für die Eigeninvestitionen zu hoch werden, dann gibt es wieder einen Run, dann gibt es einen überhitzten Markt und danach fällt man auf die Nase. Von daher ist mir als sachlich konservativen Unternehmer das eigentlich nur recht, wenn das Wachstum kalkulierbar bleibt und wir gehen zwischen 30% und 50% Steigerung pro Jahr aus und mir reicht das. Es ist aber richtig, dass der Staat durchaus mehr tun könnte, gerade für die Industrie und für den Mittelstand. Und das macht er halt nicht, weil er sich diesen volkswirtschaftlichen Einnahmeweg für die Energieversorger, das möchte er sozusagen unter Kontrolle behalten. Und deshalb ist das Gewerbe oder der B2B-Bereich sehr, sehr schwierig. Und auch durch Reglementierung, Bilanzkreise, durch Messstellenverkomplizierungen ist das Gewerbe quasi das Bottleneck. Das heißt, der Staat müsste mehr tun, Energie, die in Unternehmen und in Betrieben erzeugt wird, auch vor Ort zu verteilen. Er müsste mehr machen, um PV-Anlagen in Elektroautos umzuladen. Und das gibt die aktuelle Gesetzgebung und die Verteilnetzbetreiberwirtschaft nicht her. Und das wird in der Tat das größte Hindernis der Elektromobilität in Deutschland. Es ist nicht die Ladeinfrastruktur, sondern es wird sein, dass die Anschlussleistungen zu hoch sind, dass man in Verteilnetzen den Anschluss verbieten wird, weil man das Lastmanagement nicht im Griff hat. Und da müsste die Politik mal einschreiten. Aber das ist hier viel zu kompliziert. Und sie legt sich ja mit der eh schwächelnden Energiewirtschaft aktuell nicht an. Ich stelle Dr. Piepenbrink mal meine Vision von Politik für die Energiewende vor. Ich glaube, Subventionen brauchen wir gar nicht mehr oder brauchen wir überhaupt nicht, sondern wir brauchen eigentlich nur den Markt frei. Erneuerbare Energie ist in der Produktion günstiger als konventionelle Energie. Aber was der Staat machen müsste, ist doch eigentlich alles aufzumachen, die Netze aufzumachen, die Erneuerbaren wirklich tatsächlich in den Markt eindringen zu lassen. Im Grunde genommen haben wir mittlerweile ein gesetzliches, regulatorisches Werk, was die Energiewende letztlich nur behindert. Im Grunde braucht meine These der Staat eigentlich nur neue Regeln, damit wir Energiewende auch tatsächlich durchführen können. Ja, Herr Ferenczky, das stimmt schon. Ich stimme da sogar zu. Allerdings ist die politische Größenordnung so, dass ich das schlecht kommentieren kann. Ich möchte es einfach mal so ausdrücken. Man hat ja mit dem EEG einen Mechanismus geschaffen, um Dinge zu fördern und denen Vorrang zu verschaffen. Und man hat ja die Situation geschaffen, dass bei konventionellen Kraftwerken, deren Investitionen letztlich der Steuerzahler abgezahlt hat, im Gegensatz zu erneuerbaren Kraftwerken, die vollumfänglich privatwirtschaftlich finanziert sind, hat man tatsächlich immer noch günstigere Erzeugungskosten als bei Erneuerbaren, aber man hat keine Entsorgungslasten und keine Deindustrialisierungslasten von erneuerbaren Energien. Das hat man alles nicht. Aber es fehlt tatsächlich ein Mechanismus, um die Verwaltung im Zaum zu halten, damit man Energie an Bürger verteilen kann. Und das ist halt in der Zählertechnik und im Messstellenbetrieb nicht vorgesehen. Das heißt, die Energiewende braucht eigentlich eine ermutigte Drittlieferung
Und Energie, die vor Ort erzeugt wird, muss einfacher zu verteilen sein. Aber mir fällt kein Weg ein, wie man die alten energiewirtschaftlichen Regularien umdrehen kann. Und es gibt ja in diesem Bereich auch keinerlei konstruktive Vorschläge. Von daher bin ich da wirklich ein bisschen ratlos. Also Tatsache ist, dass man das Alte nicht wegkriegt, und Tatsache ist, dass man auch keine revolutionären Ideen hat, wie man Energie einfacher und trotzdem vernünftig besteuert und abgerechnet verteilen kann. Also da bräuchte es mal kreative Köpfe in der Energiewirtschaft, die es offensichtlich nicht zu geben scheint. Die Energiewende wird immer als Bürgerenergiewende bezeichnet. Jetzt ziehen die Unternehmen nach. Wird die Bürgerenergiewende zu einer Business-to-Business-Energiewende? Also sie kommt, sie ist auch unaufhaltsam, allein schon, weil die Neubauten die Gebäudestandards einfordern und weil Elektrofahrzeuge von Mitarbeitern und Bürgern vor diesen Unternehmen stehen und geladen werden müssen. Allein das ist schon ein natürlicher Zwang. Also ein Arbeitnehmer wird sich nicht damit abfinden, dass er sein Firmenfahrzeug oder sein Privatfahrzeug im Betrieb nicht laden kann. Und ein Unternehmer wird sich nicht damit abfinden, wenn er schon eine Erzeugungsanlage aufs Dach baut, dass er da zur Mittagszeit keine Elektroautos laden kann. Aber es scheitert an der Administration, an der Messtechnik, am Messstellenbetrieb, an Bilanzierungen. Also man braucht quasi neue dezentrale Energieversorgungsfirmen, die kleinteilig sowas managen, und davon gibt es einfach zu wenige. Und die Großen sind damit überfordert. Und daran scheitert das ganz konkret. Das heißt, sie werden einem Unternehmer nichts verkaufen können, was er nicht versteht. Und sie werden ihn auch nicht zum Energieversorger machen, weil das ist viel zu kompliziert. Und genau daran scheitert die Energiewende. Das heißt, ganz einfaches Beispiel, sie scheitert daran, dass ich Lasten nicht flexibel steuern kann vor Ort. Also ich habe 10 Autos und muss 10-mal die Anschlussleistung bezahlen. Sie scheitert daran, dass ich die PV-Anlage nicht umladen kann in Elektroautos. Und sie scheitert an der Abrechnung. Das heißt, fängt an bei Flottenmanagement, hört auf bei Tankkarten. Und weil die Unternehmen Besseres zu tun haben, ist genau dort Bedarf bzw. Abhilfe gefragt. Das heißt, letztlich fehlt uns ein Regelungskonzept. Absolut. Es fehlt ein Regelungskonzept, ein Betriebskonzept für Unternehmen, für Photovoltaik, Speicher, Elektroautos, wo die Mitarbeiter mit drin sind und wo der Strom, der vor Ort erzeugt wird, auch vor Ort bestmöglichst verteilt, gemanagt und intelligent geregelt wird. Letztlich bauen wir zwei Systeme auf. Auf der einen Seite die konventionellen Systeme. Kohlekraftwerke werden nach wie vor gebaut. Auf der anderen Seite regenerative Energie, und wir müssen das alles irgendwie regeln. Wäre es nicht sinnvoll, einfach zu sagen, wir entscheiden uns für ein System, das regenerative, und dafür schaffen wir die ganzen Regelungen? Interessanter Ansatz. Tatsache ist, dass der Bestand und die alten Gesetzgebungen einen blockieren. Ich meine, man rüstet ja alte Autos und alte Häuser in der Regel auch nicht nach. Das ist ein interessanter Ansatz, Herr Warenski, ob man nicht für erneuerbare Energien einen komplett separaten Netzanschluss macht und damit ganz andere Regelungen. Interessanter Gedanke, wäre wahrscheinlich sogar der Situation angemessen, also quasi ein Anschluss, wo man bis auf die Einspeisung machen kann, was man will. Quasi so ein Universal-Eigenverbrauchsanschluss. Da fragt man sich doch, was machen die ganzen Leute, die in den Ausschüssen sitzen den ganzen Tag, oder? Wären Sie als Ingenieur nicht wahnsinnig, wenn Sie sehen, welche technologischen Möglichkeiten wir haben, Energiewende umzusetzen? Es ist ein Industrietrigger, es ist ein Arbeitsplatztrigger. Auch dadurch werden volkswirtschaftliche Werte geschaffen. Und stattdessen hängen wir so an der ganzen konventionellen Energie. Ich meine, wer, wenn nicht wir, haben die Möglichkeit dazu, das zu machen? Ja. Aber man darf es auch nicht ganz so schwarz sehen, weil Tatsache ist ja, dass die PV, der Speicher, das Elektroauto und die Wärmepumpe ja schon quasi separate Stromteilnehmer sind, und wir haben ja schon diese separierte Welt. Sie ist ja auch räumlich und vom Einnahmestrom schon getrennt. Also ganz so negativ würde ich es nicht sehen. Und wenn Sie mal überlegen, Herr Warenski, die Elektroautos,
Ja, sie benutzen das Stromnetz. Das ist halt noch sozusagen das Bottleneck. Aber ich sag mal, eine Schnellladestation, auch die hat Speicher und hat ein Mittelspannungstrafo und ist sozusagen ihre eigene Energieversorgung. Das heißt, um es jetzt mal dramatisch auszudrücken, die Verteilnetze bräuchte man bei einem radikalen Konzept nicht wirklich. Das heißt, wenn eine Firma, man muss es ja nicht so machen wie Volkswagen auf dem Werksgelände, wenn eine Firma wirklich was machen möchte, dann kann sie das ja tun. Ja? Nur der Aufwand ist eben erheblich, weil der Staat eben diese Bilanzkreisbildung und die Verzählerung und letztlich auch die Besteuerung halt sehr genau nimmt. Und ich meine, der Punkt ist einfach an der Zapfsäule, da sehen Sie, wie viel Liter Öl durchfließen. Und der Staat möchte halt einfach beim Strom auch wissen, wie viel Kilowattstunden und das pro Zähler und pro Kanal und pro Quelle. Und da wird er nicht locker lassen. Das heißt, ich sehe es eher positiv, man muss sich damit auch als Hersteller wie wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir Unternehmern das Leben leicht machen können. Und wir müssen dann auch digitalisieren und müssen notfalls auch Energieversorger werden, weil es kein anderer machen wird für uns. Und ein Stadtwerk wird es auch nicht tun. Von daher sind die nächsten 7 Jahre, glaube ich, davon geprägt, wie man im Gewerbebereich das Thema Abrechnung und Direktvermarktung, Direktverbrauch, wie man das managt. Das neue Zauberwort der Energiewende lautet Sektorenkopplung, also Komfortstrom, Wärme, Mobilität zusammen. Die meisten Bürger kennen diesen Begriff gar nicht, aber das findet statt. Ja, man kann es sich auch so vorstellen, es gab ja in Berlin 4 Sektoren, einen englischen, einen amerikanischen, einen russischen und einen französischen Sektor. Und wir sitzen hier im Mittelpunkt und wir sind jetzt sozusagen der Netzanschluss. Und nein, die Sektorenkopplung bedeutet einfach, dass das Auto und die Wärmepumpe vor Ort mit der Erzeugungsanlage gekoppelt ist. Das heißt, der Eigenverbrauch fürs Fahrzeug und für die Heizung. Und so kompliziert ist das nicht. Und man hat da so ein politisches Unwort gegründet, damit das möglichst akademisch klingt und damit so der Eindruck erweckt wird, dass da auch die Verkehrs- und Heizungswende gelingen kann mit. Aber am Ende des Tages ist es technisch relativ einfach. Vor 5 Jahren haben wir gesagt, Photovoltaikanlage können wir uns zu 30% selber versorgen. Dann kamen die Hauskraftwerke, Speicher, 60% Eigenversorgung. Und jetzt machen wir Wärme, Strom und Mobilität mit der Sektorenkopplung zusammen. Das ist schon ganz schön schnell gegangen, oder? Ja, das ist so, Herr Ferenczky. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass die deutsche Autoindustrie fast 10 Jahre gebraucht hat, um einen Typ 2 Mod 3 Stecker zu normen, der das auch kann, dann haben wir es ja weit gebracht. Aber es ist tatsächlich ein Infrastruktur- und ein Administrationsproblem. Es ist kein Technologieproblem mehr und dem ist nichts hinzuzufügen. Wie ist denn die Entwicklung so schnell gekommen? Ja, die mit der Wärmepumpe war ja sehr langsam, weil ja der Gas- und Ölpreis sich nicht so schlecht entwickelt hat, wie man das gedacht hat. Das heißt, das ging eher langsam, nur durch die Gebäudevorschriften und durch Förderungen wie die KfW. Und mit dem Elektroauto, es geht ja immer noch langsam, aber wir haben ja mittlerweile eine ansehnliche Zahl an Neuzulassungen. Und ich würde sagen, man kann sagen, die Zeit hat einfach die Wärmepumpe und das Elektroauto jetzt eingeführt und jetzt geht es in die Volumenphase. Das heißt, passiert ist da eigentlich nichts, außer dass der Bürger das verstanden hat und dass man das anwendet und dass es Autos, Heizungen und Batterien gibt, die es vor 5 Jahren nicht gab. Ich rede ja immer viel kritisch, auch über die Politik und so weiter, aber eigentlich ist dieses Kritisieren gar nicht so gut. Eigentlich muss man nur das Richtige tun. Was können denn die Bürgerinnen und die Bürger und die Unternehmen, Unternehmerinnen jetzt in der Situation richtig für sich selber tun? Naja, zunächst mal jede Mobilitäts- und Gebäudeinvestitionsentscheidung überdenken in Richtung Strom, sich gut beraten zu lassen. Aber bitte nicht beim Energieberater allein, sondern bei einem Fachbetrieb, der es jeden Tag macht, der Referenzen vorzuweisen hat. Und ja, einfach sich mit der Thematik mal ein bisschen beschäftigen, wie viel unterm Strich an Vorteil dabei herauskommt. Und
einfach die Bereitschaft für ein Unternehmen mal auch über einen Return on Invest von 3 bis 4 Jahren hinaus zu denken und mal zu überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, für die Mitarbeiter was zu machen im Elektrofahrzeugbereich, im Elektroautobereich. Einfach sich mit dem Strom auseinandersetzen. Fällt mir noch eine Frage ein. Wir haben ja nachgewiesen, dass man sich selber Strom für 11 Cent produzieren kann, inklusive Speicherung. Und noch immer sitzen viele da, rechnen mit dem Bleistift nach, rechnen und rechnen und rechnen. Wir rechnen uns langsam ein bisschen zu Tode, obwohl alles nachgewiesen ist. Herr Ferenczky, das stimmt, aber ich kann Sie beruhigen, es rechnen immer weniger Menschen. Es kaufen immer mehr aus, ja, was sagt man da, Bauchentscheidungen und Gefühl. Und Sie dürfen nicht vergessen, das Geld auf der Bank bringt keine Zinsen. Und noch ist Geld da in Deutschland, also ist das quasi schon ein Selbstläufer. Das heißt, solange wir keine Konjunkturkrise haben, sieht es gut aus für die Energiewende. Das, was ich verrückt finde, ist, erneuerbare Energie ist eigentlich total preisgünstig geworden. Wenn ich selber ein Haus habe, mache mir Photovoltaikanlage, Hauskraftwerk rein, das kostet nicht mal mehr so viel wie ein Mittelklasse-Auto. Also die ganze, auch für Unternehmen ist das relativ preisgünstig geworden. Wir sind ja schon relativ low. Ja, aber wir haben auch ein Beratungs-, ein Aufklärungsproblem, ein Ausführungsproblem. Es gibt zu schlechte Energieberater, die sind nicht geschult auf Strom, die wissen nicht, was eine Photovoltaikanlage ist, die wissen nicht, wie man Elektroautos integriert, die haben noch nie was von intelligentem Laden gehört. Die kennen auch meist die neuesten Gebäudevorschriften und Förderprogramme nicht, insbesondere nicht für Unternehmen. Wir haben nur 5% aller deutschen Elektriker überhaupt auf erneuerbaren Technologien. Von daher ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und ich war jetzt in Bayern eingeladen vom Umweltministerium. Die haben das Bildungs- und Ausbildungsproblem auch erkannt. Und wenn man die Gesellschaft umbauen will im größeren Stil, dann muss man auch größer anfangen. Und man kann nur hoffen, dass das im Reichstag auch nicht ganz unter die Räder kommt, zumindest von den Handwerkskammern her betrieben. Die Wärmepumpe setzt sich durch, aber noch immer wird von Gasthermen geredet, noch immer werden Gasthermen verbaut. Wie kommt das überhaupt? Die Gasthermen sind in Produktion, die Werke stehen. Die Einsparverordnungen haben bis vor 2 Jahren zugelassen, dass diese Thermen auch im Neubau noch massenweise installiert werden durften. 80% der Häuser sind Bestand und Reparaturbedarf, wo Gasthermen gegen Gasthermen ausgetauscht werden. Das ist sozusagen ein Thema, was man nicht ganz wegkriegt, aber langfristig wird es sich erledigen. Die Leute sagen immer, oh, eine Gastherme ist billig, kann ich viel Gas für kaufen, bevor ich Photovoltaikanlage, Hauskraftwerk, Wärmepumpe amortisiert habe. Das ist so immer noch die landläufige Meinung. Dazu kann man, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Aber eine Gastherme kann 2 Sachen nicht. Sie können selber kein Gas machen, ja, das selber erzeugen und vor allen Dingen nicht regenerativ und nicht CO2-frei. Und deshalb ist die Gastherme tot. Wer heute noch eine Gastherme reinbaut, baut sie wahrscheinlich aus emissionsrechtlichen Gründen irgendwann wieder aus, meine These. Es gibt ja den Bestandsschutz, das glaube ich nicht, aber was sicher ist, dass in 2021 auch in europäischen Nachbarländern im Neubau fast keine Gasthermen mehr verbaut werden, weil sie eben benachteiligt sind im Primärenergiefaktor und die Häuser einfach schlechter eingestuft sind und weil auch einfach die Investitionen für PV, Speicher und Wärmepumpe minus Förderung einfach ungleich vorteilhafter sind und auch weniger Verschleiß haben und einfach vom Primärenergiefaktor perfekt sind. Und Stichwort ist ja nicht nur einsparen oder dämmen, sondern auch aktiv kompensieren. Das kann ich mit Gas nicht. Gas ist ein fossiler Brennstoff, der ist veraltet. Sie haben vor Jahren etwas vorausgesagt und heute kann ich es Ihnen ja sagen, da habe ich nie dran geglaubt, aber genauso ist es passiert. Warum treibt das Elektroauto die Entwicklung voran? Ja, das Elektroauto ist ja maßgeblich durch Tesla, Elon Musk, jetzt auch bei den deutschen OEMs tatsächlich entschieden. Die Plattformen sind entschieden,
Die Ziele sind enorm für die Deutschen. Nehmen Sie Volkswagen mit 25% in 2020 schon alleine elektrifiziert und voll elektrisch bis 2025. Das ist ein massiver Umbau und selbstverständlich treibt ein 10-mal bis 15-mal so großer mobiler Speicher auch die Energiewende, weil wir werden ja Batteriekapazitäten sehen in Summe. Also die Anzahl installierter mobiler Kilowattstunden wird ja die Anzahl der stationär installierten bei weitem übertreffen. Das heißt, es steht viel, viel mehr ungenutzter und leerer mobiler Speicher in der Gegend herum, als das für den Energiebedarf eigentlich notwendig ist. Und das ist eine Riesenchance. Sind die Batterien der neue Schlüssel der Energiewende? Batterien wurden ja und werden ja jahrelang verteufelt, weil sie ökologisch, sagen wir mal, nicht unbedingt super vorteilhaft sind. Batterien haben aber den riesen Vorteil, dass sie einen tollen Energiefaktor haben. Also man kann das sicherlich 100 bis 400-fache an Energie speichern und entladen, was die Produktion der Batterie gekostet hat. Man kann sie auch recyceln und ja, es gibt meiner Meinung nach erstmal technisch keine Alternative, auch wenn viele Leute gerne den Wasserstoff wieder herbeireden würden oder die Batterie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, wie SMA und andere Protagonisten der Solarindustrie noch vor 5 Jahren behauptet haben, dass man das gar nicht braucht. Ja, die Batterie, es gibt sowieso nichts Optimales, aber die Batterie wird ihren Siegeszug halten und die Industrialisierung ist durch. Es wird bis 2020 6 bis 8 Mal mehr Batterien geben, als es jetzt gibt. Und damit muss man sich abfinden, dass das für die Energiewende ein Durchbruch wird. Ja, wird's. Lasten verschieben, Spitzenlasten abdecken, Lasten verteilen geht nur mit Batterien. Setzt sich die Batterietechnik jetzt durch, weil die Technologie, die Industrialisierung erfolgt ist, verfügbar ist und funktioniert, ganz im Gegensatz zu vielen Wasserstofftechnologien, die wir im Massenmarkt nie gesehen haben? Also der Wasserstoff ist mindestens genauso oft gestorben wie das Elektroauto, nur eben nicht in den letzten 100 Jahren, sondern in den letzten 30 Jahren. Der Wasserstoff ist prinzipiell eine tolle Sache, aber von der Effizienz her hat er keine Chance. Das heißt, die Verluste in der Erzeugung, in der Speicherung sind einfach, das ist nicht effektiv. Das heißt, wenn man ihn tonnenweise über hätte und man hätte eine bestehende Infrastruktur, dann wäre er als Abfallprodukt tolerabel. Aber er ist keine effiziente Technologie. Es ist auch, meiner Meinung nach, ist auch eine Brennstoffzelle auch veraltete Technologie, weil sie eben einen verschleißenden Betrieb hat, so wie ein Verbrennungsmotor. Und da sind Feststoffbatterien und Lithium-Ionen-Technik einfach Trockenchemie. Das kann man nicht vergleichen. Das heißt, die Welt sollte sich einfach damit abfinden, dass sie jetzt mal mit den Batterien die Energiewende macht. Und wie weit sie sie dann perfektionieren kann, das kann man ja dann gerne mit Wasserstoff beweisen. Aber die Infrastrukturkosten für den Wasserstoff übersteigen auch die Infrastrukturkosten für Stromnetze bei weitem. Und der Wasserstoff hatte auch über 10 bis 20 Jahre Gelegenheit, sich fortzupflanzen. Er hat es halt nicht getan. Und ich glaube einfach, dass das auch keinen Sinn hat, Verbrennungsmotortechnologie über Wasserstoff genau wie eine Heizung über eine Brennstoffzelle am Leben zu halten, weil man einfach den fossilen Abriss nicht möchte. Und mit Strom hat man einfach ein unsichtbares Medium. Das kann man verlustfrei transportieren und man sollte den Wasserstoff nicht über die Batterie stellen oder die Batterie als Lösung zweiter Klasse abstempeln. Das ist sie nicht. Vor allem die Batterie ist da, sie ist verfügbar und sie ist einigermaßen preisgünstig geworden. Sie ist extrem preisgünstig geworden. Ich kann mal eine Zahl aus Insiderkreisen sagen. Also ein großes Premiumfahrzeug eines süddeutschen OEMs mit über 100 Kilowattstunden, da liegt man in den Herstellkosten jetzt schon bei 120 Euro pro Kilowattstunde im System, inklusive tragender Teile, Sicherheitstechnik. Das heißt, die Preise werden
ins Bodenlose fallen über die Skaleneffekte und das Stichwort Preisgleichheit von elektrischen Fahrzeugen, das haben wir streng genommen jetzt schon erreicht. Das heißt, die Fahrzeuge werden auch einfacher, sie werden digitaler, sie werden leiser und sie werden umweltfreundlicher. Und ganz ehrlich, da hat der Verbrennungsmotor nicht mehr viel zu suchen, genauso wenig wie die Gastherme. Auch wenn es ein Paradigmenwechsel ist, der für einen Normalverbraucher nicht unbedingt einsichtig ist. Die konventionelle Energie steht ja so an der Klippe der Wirtschaftlichkeit, so am Rand. Wir warten jetzt so auf den Game Changer, der also genau das Spiel für die Energiewende gewinnt. Sind Batterien, sind Hauskraftwerke, Stromspeicher die Game Changer der Energiewende? Naja, es gibt drei Game Changer, um das amerikanische Wort zu benutzen. Der eine Game Changer ist durch, das sind die existierenden niedrigen Gestehungskosten von Solarmodulen und Batterieproduktion. Das Niveau ist ja schon als sehr komfortabel zu bezeichnen. Wir haben ja schon ein rentables Geschäft. Und der andere Game Changer sind Firmen wie Tesla, die einfach die Etablierten und das Establishment unter Druck setzen und einfach tolle Lösungen zeigen, die sich der Wettbewerb nicht gefallen lassen kann. Und von daher würde ich schon sagen, dass, auch wenn ich jetzt kein amerikanischer Autofan bin, Tesla Model S ein Game Changer war und ist und bleiben wird. Viele Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen tun so, wir warten noch auf die Technologie, wir warten noch darauf, wir warten darauf. Sie sind Hersteller einer solchen Technologie. Ich bin der Meinung, wir haben eigentlich alle Technologien, um die Energiewende zu machen. Es wird vielleicht noch besser, anders, aber es ist doch jetzt eigentlich alles da. Wir brauchen auf nichts mehr zu warten. Es ist tatsächlich alles da. Von der Gebäudetechnik mit Sicherheit. Von der Fahrzeugtechnik, da würde ich sagen, werden die Autos eher noch besser. Es fehlen noch die ganzen Varianten. Also ich habe ja noch kein komplettes Angebot als Kunde, der vielleicht auch Angst um sein Autoinvestment hat und vielleicht auch über Rückkaufwerte von Elektrofahrzeugen und neue Generationen nachdenkt. Aber es stimmt, Herr Ferenczky, es gibt wenig Gründe dagegen. Und die Herausforderungen sind nicht die Technologie, sondern die Herausforderung ist die Administration, die Verwaltung, der Infrastrukturteil, die Digitalisierung. Also alles das, über das Politiker normalerweise sehr viel Sonntagsreden halten. Und das, was die Lobbyisten aus der Fahrzeugindustrie und aus der Energieversorgung bisher eher sehr dürftig umgesetzt haben. Also Tatsache ist ja, dass elektrische Netze nicht digital sind. Tatsache ist, dass Autos zum großen Teil nicht digitalisiert sind und auch nicht elektrifiziert sind. Und von daher haben wir sicher im Thema Netzinfrastruktur und Digitalisierung noch mehr Aufgaben als in der reinen Antriebs- oder Heizungs- oder Speichertechnik. Ich glaube, die Komponente an sich ist durch, aber jetzt geht es ins nächste Level. Das heißt, man muss die Systeme verbinden, man muss sie smart chargen und managen und balancen und peak shaven. Sowas ist in Zukunft gefragt. Und das ist nicht einfach, weil dafür gibt es wenig Know-how und wenig Referenzen und da müssen wir uns durchbohren die nächsten 7 Jahre quasi ins Gewerbe über Lösungen, die die Energie vor Ort verteilen und gerecht verteilen und nicht wieder dahin zurückschicken ins Netz, wo sie nicht hingehören. Ich habe eine These, mit der ich Sie konfrontieren möchte. Viele sagen immer, ja, wir warten noch ab, dass die Batterien billiger werden, dass die Elektroautos billiger werden, dass die Speichersysteme billiger werden. Meine These ist, dass das Quatsch ist, weil, wenn ich heute ein System einsetze, beginnt sofort die Amortisation. Wenn ich später anfange, um auf den Preisverfall zu warten, muss der Preisverfall erstmal die Amortisation, die ich jetzt nicht habe, irgendwie auffangen. Und ich glaube, das wird nicht aufgehen. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich habe früher mal ein Buch gelesen, es aber leider nicht umgesetzt. Das hieß, wie man schnell reich wird. Und man wird schnell reich, indem man frühzeitig andere für sich arbeiten lässt und frühzeitig viel einspart. Das heißt, es ist in der Tat so, man muss jetzt anfangen, wo die Rahmenbedingungen noch optimal sind, wo die Förderungen hoch sind, wo die Reglementierungen schwach sind und
Das Thema Skaleneffekt im Großen ist ja durch die PV und durch die Entwicklung im Speicher längst durch. Also es ist tatsächlich, die nächsten 3 Jahre sind der ideale Zeitpunkt. Und Sie wissen, Frau Merkel hat es auch gesagt, das wird nicht ewig so bleiben. Das heißt, glauben Sie mal ja nicht, dass Sie zu Hause einfach steuerfrei Ihren Strom ins Elektroauto ab 2021 bringen dürfen. Das ist alles die Gnade der frühen Anfänge und die haben Sie jetzt. Und deshalb, auch aus Eigeninteresse für E3DC, mag das dem einen oder anderen vorkommen, aber ich kann nur sagen, ja, machen. Jetzt machen. Wird nie wieder so günstig. Es gibt Menschen, die haben vor ganz vielen Jahren, nämlich vor fast 20 Jahren, Photovoltaikmodule, Anlagen gekauft zu einem Wahnsinnspreis. Das sind aber die Gewinner, weil die Anlagen sind jetzt amortisiert und die haben dann den Strom verlau. Das heißt, die, die die Technik am teuersten gekauft haben, sind die größten Gewinner langfristig. Ja, wenn man jetzt die horrenden Einspeisevergütungen nimmt, die jetzt noch die Rendite bringen, dann ist das wohl so, ja. Aber man muss auch sagen, Herr Ferenczky, die Leute haben ein hohes Risiko genommen. Die haben sehr viel Geld für relativ leistungsschwache Technik bezahlt. Aber es ist auf jeden Fall auch wirtschaftlich. Das heißt, ja, was soll ich dazu sagen? Es war nie unwirtschaftlich und es wird auch nie unwirtschaftlich werden. Aber es wird natürlich durch die zunehmende Verbreitung und Standardisierung wirtschaftlich unattraktiver gemacht von den Herrschaften, die da die Fahne auf dem Dach haben hinter uns. Viele Menschen beschäftigen sich jetzt zum ersten Mal ernsthaft mit diesen Technologien. Sie können die Funktion eines Hauskraftwerks herunterbeten. Manche haben die Begriffe noch nicht gehört. Wie wird die Entwicklung der nächsten Jahre aussehen? Die Produktpalette erweitert sich. Was planen Sie? Also das Hauskraftwerk ist eine ideale Eigenversorgung, weil es die natürliche Spannungslage des Solarmoduls, der Batterie und auch vom Auto einfach auf sogenannter Gleichstrombasis mit wenig Verlust konserviert, weil es notstromfähig ist und weil es ein kompaktes All-in-One-System ist. Das heißt, wir ersetzen den Energieversorger in einem kompakten Gerät mit hohem Aufwand und hoher Qualität, was andere Hersteller bisher so nicht tun und es kommt ganz gut an. Das heißt, Ihre bisherigen Kunden haben gelernt, man kann ein externes Kraftwerk durch ein Hauskraftwerk ersetzen. Mittlerweile gibt es die Technologie 5 Jahre am Markt. Sie scheint ja zu funktionieren. Also es ist tatsächlich so, ein normaler Wechselrichter ist kein Kraftwerk. Das heißt, wenn der Strom weg ist, ist das Netz tot. Wir haben ja ein aktives Netz. Das heißt, unser Kraftwerk kann ein Netz bilden, so wie die Stadtwerke Berlin das können. Und damit sind wir schon mal in einer ganz anderen Liga, auch autarkietechnisch und sozusagen vom Besitzverhältnis. Bei uns besitzt der Kunde die echte dreiphasige Erzeugungseinrichtung und arbeitet echt netzparallel, was er bei den meisten kleinen Systemen eben nicht tut. Und es ist schon eine, ja, es ist wie ein Auto ohne Räder, wo alles drin ist. Es ist maßgeschneidert und wir geben uns Mühe, dass es auch weiterhin attraktiv bleibt. Das heißt, nächsten Generationen werden auch irgendwann Autos entladen können. Das ist eine runde Sache. Entscheidend ist nicht nur die Speicherung, sondern vor allem, dass ein solches System wie das Hauskraftwerk das gesamte Energiemanagement leisten kann. Das Hauskraftwerk enthält das komplette Energiemanagement. Das heißt, der Kunde hat seine Software wie auf dem Smartphone für alle Anwendungen bisher auf ewig erstmal aktuell, mindestens 10 Jahre, und da kann er was mit anfangen. Er kann auch Optionen dazu bauen, er kann intelligente Schnittstellen zu Wärmepumpen, er kann Elektroautos bedarfsgerecht laden. Da gibt es eine tolle Sachen, er kann seine Hausautomation integrieren. Er kann, wenn er daran Interesse hat, kann er auch sogenannte KNX-Systeme oder andere Hausautomationen komplett steuern. Er kann 10 Szenarien programmieren für die erweiterten. Aber im Standard ist das Hauskraftwerk einfach ein Ding, was einfach vor sich hinarbeitet und automatisch schon das Gute und Richtige für Sie macht. Aber es ist ein offenes Energiemanagement und es ist auch dort sicherlich führend, weil wir ja für jeden einzelnen Baustein dieses Hauskraftwerks quasi auch Software schreiben und auch selber instand halten. Und wenn was kaputt ist, reparieren wir es selbst. Auch noch ein meiner Meinung nach aus der Mode gekommener Vorteil.
dass ein Hersteller auch selber jedes Problem eines Kraftwerks lösen kann und das nicht auf den Kunden abwälzt. Wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen, aber was kommt noch? Woran arbeiten Sie? Was entwickeln Sie? Wo geht der Trend hin? Also wir stellen uns auf sehr viele Elektrofahrzeuge ein, das heißt auf mobile Speicher, die vor Gebäuden stehen. Wenn man das durchdenkt, braucht man intelligentes Laden der Fahrzeuge. Das liefern wir ja bereits, aber man braucht auch das Fahrzeug als Energiespeicher. Damit sind zwei Verhaltensweisen verbunden. Das eine ist, dass Strom vom Arbeitgeber oder vom Supermarkt auch nach Hause gefahren wird. Auch erweiterte Notstromfähigkeiten für die technisch interessierte Kundschaft. Grundlastversorgung über Elektroautos, also netzdienlicher Betrieb. Aber auch eine deutliche Steigerung der Autarkie und Unabhängigkeit im Winter, weil einfach wesentlich mehr Energie im Fahrzeug drin ist und auch mal eine Schlechtwetterperiode überbrückt werden kann. Das heißt, ein deutlicher Mehrwert durch die DC-Kopplung des Fahrzeugs. Das ist eine Sache, womit wir uns beschäftigen. Und die andere Sache ist das sogenannte Demand-Side-Management, also das Energiemanagement für mehrere Nutzer in Gewerbebetrieben, das heißt Mieter oder Arbeitnehmer mit Fahrzeugen, dass die Leistung vor Ort richtig verteilt wird und die Bilanzkreise richtig gebildet werden. Da möchten wir gerne das Abrechnungsmanagement für die Inhaber vereinfachen, weil die sonst die Energiewende nicht mitgehen können. Das sind so die zwei Arbeitsrichtungen und genug Herausforderung. Für die Häuslebauer haben Sie so ein Hauskraftwerk, so ein All-in-One-Gerät, wie ein All-in-One-Drucker, wo alles drin ist, das funktioniert. Für den Geschäftsbereich bringen Sie jetzt ein System, wo ich mir im Grunde genommen modular alles zusammenstöpseln kann, was ich brauche. Ja, genau. Das ist die erste echte modulare Lösung, wo Sie sozusagen für jeden Bedarf das einfach zusammenstellen können und beliebig erweitern können. Also alle Vor- und Nachteile eines modularen Konzeptes. Das heißt, großer Preisvorteil, sozusagen unendlich aufrüstbar. Und man kann auch manche Energielösungen einfacher machen, weil man eben maßgeschneidert, sozusagen tailor-made platzieren kann. Und leider ist es ja auch so, dass der sogenannte Netzspeicher, also der AC-gekoppelte Speicher, was ja der Quattroporte ist, in bivalenten Anwendungen, also wo mehr als eine Energieart gespeichert wird, Vorteile hat. Und wir denken einfach, dass wir für jedes Segment die richtige Lösung brauchen. Und der Quattroporte wird seine Fans finden. Das ist ja die einzige Möglichkeit, um letztlich Geschäftsbetriebe wirklich entsprechend individuell versorgen zu können. Man kann es auch mit DC-Technik machen, aber ich gebe zu, als Nutzfahrzeug ist der Quattroporte besser geeignet. Ja, ist er. Gibt es eigentlich ein Problem, den potenziellen Kunden diese ganze Technik zu erklären? Man muss ja da wirklich auch was verstehen, oder? Ja, ist ein ganz großes Problem. E3DC hat ja laut dem EUPD Research in Bonn die treuesten und klügsten Installateure. Das heißt, wir haben schon so die intellektuelle Oberschicht, also was Beratung, Planung, Auslegung angeht, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut, aber insgesamt reicht das natürlich nicht aus, Herr Ferenczky. Das heißt, wir müssen den Heizungsbau qualifizieren, wir müssen die Energieberater qualifizieren, wir müssen die Architekten, die Bauträger überzeugen, wir müssen letztlich auch die Autoverkäufer überzeugen. Und das ist eine Herkulesaufgabe und wir müssen viel, viel mehr Handwerker dazu bringen, komplexes Geschäft zu machen, was die eigentlich nicht mögen. Und das bringt die Energiewende nach vorne. Und das werden wir so machen wie immer, Stück für Stück. Und das Ergebnis werden Sie in 3, 4, 5 Jahren dann sehen. Das heißt, dort wird es wieder ein flächendeckendes Netzwerk von E3DC geben, wo Sie Flottenmanagement und Energiemanagement für den Zweckbau haben, das es heutzutage so nicht gibt. Die Technik entwickeln Sie weiter. Es kommt auch eine Serie für Professionals. Ja, es kommt auch für den erweiterten Hausgebrauch und für die Sektorenkopplung, die ja
höhere Ladeleistungen für Elektroautos und höhere Wärmepumpenleistungen, insbesondere im kleinen Gewerbe, braucht ein sehr leistungsfähiges Hauskraftwerk, die Pro-Serie. Das heißt, dort holen wir sozusagen nochmal die Leistungsspitzen und die höhere Grundlast aus der Batterie. Das ist sozusagen unsere Spitzenserie für hohe Leistungen, die mit der Sektorenkopplung für manche Kunden verbunden sind. Aber es ist für den Standardgebrauch ist es, reicht ein normales Hauskraftwerk, aber Sie wissen, die Palette macht ihren Sinn und nach oben ist Raum beim Hauskraftwerk und den füllen wir aus. Die Geräte sollen am Regelenergiemarkt teilnehmen. Wird das ein Segment oder ist das eher so eine Nische? Also um ehrlich zu sein, bei der Regelenergie, wir haben das ja Store to Market genannt, wir haben das letztes Jahr beworben. Wir haben da keines unserer Ziele erreicht und auch kein anderer Wettbewerber, auch Sonnen nicht. Das heißt, außer PR und leeren Versprechungen habe ich da nichts zu bieten. Die Lösung ist, dass wir mit Energieversorgern wie der EWE AG in Oldenburg es einfach denen überlassen, die es können. Das heißt, wir werden mit der My Energy Cloud von EWE tatsächlich eine solche Lösung anbieten. Und die ist dann für uns auch etwas einfacher handhabbar und auch bezahlbar. Und aber selber in die Primärregelleistung einzusteigen, das ist uns nicht gelungen und das rechnet sich auch für den Kunden nicht. Von daher machen wir das über Mehrwertdienstleistungen von EWE. Ich habe so den Eindruck, dass Ihre Branche sich so ein bisschen wie die Automobilbranche entwickelt. Erst hatten wir einen Käfer, dann einen Golf, dann einen Polo, dann einen Passat, dann haben wir eigentlich alles gehabt. Dann kamen noch größere Autos, die SUVs. Und inzwischen bauen wir eigentlich bei der Energiewende auch die SUV-Speicher. Brauchen wir das überhaupt? Kann ich nur bestätigen, aber die Erklärung ist eigentlich relativ einfach, Herr Faranski, weil wir wollen ja auch die Mobilität begleiten und die besteht auch aus unterschiedlich großen Anwendungen. Die Häuser sind auch unterschiedlich groß und Sie haben es ja schon erwähnt, die Energiewende macht ja nicht im Einfamilienhaushalt. Und da muss ich schon sagen, ja, die Produktpalette und das Produktprogramm ist entscheidend, ja, ganz klar. Es muss passen, es muss besser sein als beim Wettbewerb und der Kunde muss zufriedener sein damit. Das heißt, unser Anspruch ist da einfach von der Technik einen Schritt vorne zu sein. Heute haben die Hauskraftwerke Ausspeiseleistung von 3 kW, es kommt 5 kW, jetzt wird darüber diskutiert 10 kW. Also wie bei den SUVs, muss man das dann immer erweitern, weiter, weiter, immer größer, größer, größer machen? Also ich würde sagen, beim Speicher ist es relativ einfach erklärbar, Herr Faranski. Dadurch, dass die Autos so große Speicher brauchen, ist sozusagen die Verpackungseinheit vom Speicher schon von Haus aus etwas größer. Dann ist es noch so, dass ein größerer Speicher länger hält. Also Sie haben weniger Ärger, wenn Sie ein bisschen mehr drin haben. Weil einfach im Teillastbetrieb sozusagen fast gar keine Alterserscheinungen da sind. Sie kennen das Second Life, haben Sie bestimmt schon mal gehört beim Auto. So was Ähnliches hat man im Hausspeicher dann auch. Da würde ich nicht sagen, dass man übertreibt. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen wie beim Smartphone, wenn man mal anfängt, seine Kilowattstunden zu zählen und wenn man mal sich auf Strom bringt, ja, dann ist ja da auch der Fantasie und der Erweiterungstechnik sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich sage Ihnen mal was, gerade weil Sie das Thema Smartphone angesprochen haben. Die Smartphones haben sich enorm entwickelt mit Funktionen, Fähigkeiten. Der normale Nutzer nutzt mittlerweile vielleicht 5% der Fähigkeiten seines Smartphones. Und ich glaube, genauso ist es mit dem Hauskraftwerk. Das Hauskraftwerk der ersten Generation, sage ich Ihnen hier so ins Gesicht, der ersten Generation, was Sie noch immer mit Modifikationen bauen, reicht für 80% der Anwendungsfälle locker aus. Da gebe ich Ihnen recht und das ist auch unsere Philosophie. Das heißt, es ist ja auch weitestgehend unverändert. Also warum ist ein Apple 5 oder 6 iPhone so viel schlechter als ein 10 oder als ein 8? Merkt man gar nicht mehr. Deshalb bleibt es ja trotzdem ein iPhone. Und ja, ich möchte da nicht widersprechen. Also unsere Philosophie ist auch bewahren. Aber trotzdem sind wir auch dem Wettbewerb ausgesetzt. Und
ich muss mich differenzieren und letztlich ist das alternativlos. Die Produktpalette muss erweitert werden und es gibt Leute, die wollen die Leistung, es gibt Leute, die wollen die Speicherkapazität, es gibt Leute, die wollen die Autos entladen, ich kann da nichts machen. Ich muss da auch Vorreiter sein. Sie sind ja jetzt eigentlich im Gegensatz zu mir kein politischer Propagandist oder auf Kampagne. Sie sind Ingenieur, Sie sind Produktentwickler. Trotzdem haben Sie dieses Hauskraftwerk entwickelt. Warum haben Sie das damals getan? Was hat Sie an der Idee der Energiewende überzeugt? Naja, die Wahrheit ist ja, dass wir mit dem Elektroauto gescheitert sind 2008. Weil unsere Elektrofahrzeugfirma vielleicht die Nutzfahrzeuge unerwünscht war und nicht kapitalisierbar war. Und wir haben uns dann sozusagen auf den stationären Teil des Speichers zurückgezogen, weil wir damals auch glaubten, dass der sich vielleicht schneller entwickelt als das Fahrzeug. Da haben wir recht behalten. Aber das Hauskraftwerk ist ein Auto ohne Räder, weil die Gründer alle aus der Automobilindustrie kommen. Für die sind Integrationen, All-in-One-Lösungen, technische Architekturen ist für die Leute Standard. Und das war eigentlich eine logische Konsequenz, weil wir das Auto nicht machen durften. Deshalb haben wir das Hauskraftwerk gemacht.